So, Leute, die Seelofer Höhenschlacht haben wir überstanden. Dadurch, dass wir den glorreichen Sieg errungen haben. Ja, dürfen wir jetzt Bautzen machen. Machen wir das jetzt auch. Go. Hätten Sie gedacht, dass wir noch einmal in die Offensive gehen würden? Setzen Sie sich mal hin. Die zweite polnische Armee und Teile der ersten ukrainischen Front sind uns in die Falle gegangen. General Zwierczewski wird versuchen, mit seiner polnischen Volksarmee Richtung Dresden vorzustoßen. Die zur Festung erklärte Stadt Bautzen wird derzeit nur von schwachen Verbänden gehalten und die Gelegenheit wird sich der Pole sicherlich nicht entgehen lassen. Östlich von Bautzen liegen starke eigene Verbände, unter ihnen die Fallschirmpanzerdivision 1 Hermann Jering. Ihre Truppen beziehen Bereitstellungsräume entlang der Spree und werden von hier aus die Polen überrumpeln. Der Widerstand der polnischen Verteidiger dürfte nicht allzu schwer zu knacken sein, denn die Sowjets haben ihre Verbündeten nur mit älteren Panzern und Gerät ausgerüstet. Okay, dann wollen wir mal, gucken wir uns mal die Karte da an, erobern Sie alle Ziele und Königsbrück. Herr General, melde gehorsam, Ihre Truppen wurden per Eiltransport von der Reichsbahn in den Raum südlich von Bautzen verlegt. Wir erwarten Ihre Befehle. Dann lass uns mal gucken. Okay, Königsbrück. Das sind die Hauptziele, jetzt müssen wir mal gucken, wie gehen wir am besten vor. Also wir haben, holen wir hier die, das passt eigentlich, hier aufstellen und die gehen hier durch und machen hier das, also dieses Sekundärziel. Die gehen hier durch, bapp, und holen dann das Sekundärziel. Was haben wir da unten für Truppen? Die könnten eigentlich da die Verwaltung machen. Auf der Panda, da wäre nicht verkehrt. Okay. Ja, das sind schwache Verbände. Westlich, aber gut. Die Truppen hier, die verstärke ich mit Kernanhalten, mit einem Panda und vielleicht einem Panzer 4. Hier und na, vielleicht einer Pack oder so. Mal gucken. Und die gehen dann hier durch, machen dann hier zu. Und die, wo hier durchgehen, ja genau, da könnten die nämlich hier das erobern, könnten dann hier die Flanken sichern, wenn die dann derzeit das hier in Ruhe erobern können. Genau, dann holen wir diesen ganz großen Verband und der macht das hier. Dieser Verband geht dann hier drauf. Da hat er auch genug Zeit dafür. Den geben wir dann noch einen Tigerpanzer, glaube ich, mit, würde ich sagen. Ein Tigerpanzer. Eine Artillerie und einen Pack. Vielleicht eine Flak, müssen wir mal gucken. Obwohl. Müssen wir da mal gucken, was wir da machen. Weiß ich noch nicht. Die gehen dann hier mit. Wenn die das dann hier gesichert haben, können die dann hier durchgehen und können dann hier absichern, würde ich sogar sagen. Genau. Die erobern das, gehen hier rüber, sichern hier ab. Dann können die hier in Ruhe das machen. Durch den Fluss sind die auch gut gedeckt. Ja, das ist die Taktik. Bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen. Jetzt gucken wir mal Infanterie. Also, du kommst mal hier hin. Zwei Infanterieverbände, die schicke ich hier mit. Und du kommst hier mit. Dann schicken wir hier mit den Tiger. Der Tiger kommt hier mit. Dann der Panda kommt hier mit. Dann holen wir hier noch. Dann schicken wir vielleicht den Panda sogar hoch. Ja, würde ich sogar sagen. Ja. Dann brauchen wir für hier noch einen Panda. Das wärst du. Dann werden wir hier auch die starken Artillerieverbände mitnehmen. Du hier hin. Du hier hin. Ja. So, Panzerabwehr, die werden wir jetzt mal hoch, dass die kommt hier mit, die werden wir dann da oben mitnehmen. Ich denke, die werden wir auch da oben brauchen, mit Sicherheit. Dann holen wir den neuen Panzer hier, der kommt hier mit und hier kommt dann noch der Tiger mit, am besten der mit Bewegung da hoch, genau. Du kommst dann hier mit, der Panda kommt hier mit, dann kommen hier die zwei Artillerieverbände mit, du und du. Das Flakgeschütz hier hin. Das Artillerieverbandgeschütz kommt hier mit. Sturmgeschütz holen wir auch noch hier mit. Dann holen wir das Sturmgeschütz hier mit. Die Flak kommt noch hier mit dann, ja. Dann holen wir hier zwei Jägerverbände mit und diesen Bomber hier. Dann sind die hier sehr mobil und können sich auch gut verteidigen. Dies setze ich auf 14 hoch. Du kommst hier mit.
Die Stuka kommt hier mit, du kommst hier mit und der Bomberjäger kommt hier mit. Dieser Panda-Verband kommt hier hin. So, Panzer 4 haben wir dann hier noch. Also ein Panzer 4. Panzer 4 kommt hier mit. Pack holen wir hier oben mit. Genau, da holen wir da oben die Pack mit. Und zwei Panzer 4 Verbände, würde ich sogar sagen. Hier. Und dieser Panzer 4 Verband holen wir dann hier noch mit. Die Einheit müssen wir mal noch verstärken, ja. Aber das kann man dann nachher machen. So, wir sind in der Offensive, genau. Dann fangen wir westlich an. Also die Truppen könnten wir vielleicht nachher holen, einfach um Gebiete zu sichern. Die, wo wir erobert haben, das sollten wir tun. So, dann. Gucken wir mal. Okay. Das sind russische Verbände, sehe ich gerade. Oh, scheiße, das ist das. Okay, Artillerie. Okay. Sturmgeschütz hier hin. Obwohl, ja doch, doch, hier hin. Und du. Und du hier hin. Okay. So, dann jetzt zu euch. Ab hier hoch mit euch. So. Die kommen zur Unterstützung. Moment, Moment. So. Kommen da oben mit. Ist nicht gerade das Nonplusultra, was da oben steht, aber Panzerabwehr, die ist noch ganz in Ordnung. Ja, das passt. Schicken wir einen Tiger dann noch mit hoch oder holen wir ihn hier mit? Nee, wir haben nachher da hinten den Tiger, der kann dann nachher da aushelfen. Wir holen hier den Tiger mit. So, jetzt hier zentral. Dich verstärken wir. Du bleibst hier drin. Der Panda hier hin. Hier hin erstmal. So. Die Pack hier hin. So, dann als nächstes schicken wir euch hier lang. Du. Moment. Ja, gucken wir mal. So. Das war nix. Scheiße. Das war nichts.
Okay. Du hier hin. Kommen wir hier in den Wald. Ist das sicherer? So. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen momentan. Na, ich warte jetzt erstmal. Kommt er oder bin ich total, bin ich der jetzt wirklich nur in die Offensive geht? Herr General, stehen Sie bequem. Wir gehen noch einmal in die Offensive. Die letzten kampferprobten Truppen befinden sich in Ihrem Korps. Sie haben in der Vergangenheit mehr als einmal bewiesen, dass Sie in der Lage sind, jede Situation, sei es auch noch so aussichtslos, zu bewältigen. Männer Ihres Kalibers sind in unseren Reihen leider selten geworden. Ich überlasse es Ihnen, wie Sie den Feind bezwingen. Alle Einheiten im Raum Bautzen stehen unter Ihrem Kommando. Gezeichnet Feldmarschall Wilhelm Keitel. Ja, sieh da. Boah, 3 Schaden. Verdammte Axt. Oh! So, so viel zum Thema. Jawohl! Ein Hinterhaltgeräusch, geil. Oh nein, 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 nein. So ein übles Drecksding. Ja, großartig. Ja, so viel zum Thema leichte Verbände. Das Thema hat sich dann jetzt, glaube ich, voll und ganz erledigt. Leichte Verbände. Gut. So. Ja, ich war gezwungen, das zu tun. Aber ernsthaft? Ja, dann killen wir den, weil 2-8. Zack, dann machen wir jetzt hier alles platt. Punkt. Wenn ich es hier schon so auf die Fresse kriege, dann. So, Freundchen. Ja, hast jetzt Glück gehabt, Kollege. Zack. So, würde man sagen, hier haben wir alles durchbrochen.
So. Das hier haben wir. Boah. So, als erstes holen wir mal den seine Verschanzung daraus. So, die Verschanzung ist schon mal draußen. So. Können ja. Wenn jetzt hier nichts groß riskieren, werden jetzt hier wirklich auch reinhämmern. So, und. Okay. So, ab nach oben mit euch. Ja, so viel zu dem Thema schwache Verbände. Also wenn das schwache Verbände sind. Ja gut, wenn man es mal wirklich holt, wenn ich mal die anderen Szenarien angucken, ja, dann sind das schon schwach. Im Gegensatz zu dem, was ich die ganze Zeit 1 auf die 12 gekriegt habe. Kann man es schon als schwach bezeichnen. Da haben sie dann nicht so ganz unrecht, aber boah, das als schwache Verbände hinzustellen, ist schon heftig. So. Gut. Ihr bleibt erstmal noch hier, bis ich dann hier Ruhe habe. Aber das hier sieht jetzt ganz gut aus. So. Nein, das sieht er nicht mehr. Sehr schön. Okay, go. Jetzt sieht das. Ey, der hat da noch einen Panzer. Korrigiere, der hat da noch 3. Ach du Kacke! Ach du Scheiße! Schwache Verbände, haha! Sau lustig! Ja, Leute, wie kam welches Briefing, ey? Von vielen Briefing, wo du liest, ey, da wirst du nur verarscht. Ich fall natürlich voll drauf rein, ist natürlich klar. Schwache Verbände. Ja. Elende Saukerle. Schwache Verbände am Arsch. Jetzt bin ich genau über den drauf, ne? Ja, natürlich. Ich komm nicht ran. Nein, ich komm nicht ran. Aber hier. Komm ich hin? Ich komme hier nicht ran. Nein. Ja. Ah, es bringt nichts. Nee, egal wie ich es drehe und wende, ich komme nicht ran. Moment mal, wäre da was?
kannst das ruhig mal jetzt erobern. Du müsstest doch da... Ne, du kommst da auch nicht ran. Die kommen da nicht ran. Yes! Oh, gut. Uff. Ja. Okay, wir haben hier ein Artilleriegeschütz. Und ein Flakgeschütz. Ja. Perfekt. Sehr schön, so. Dann können die hier durch. Ja, hier hoch. Okay, sehr schön. Wir könnten... Nein! Nein, jetzt komme ich nicht mehr ran. Verdammte Scheiße. Der kann hier rum, ne? Dann müssen wir das machen. Hoffe, dass das klappt. Ja. Wir könnten dir mal einen Besuch abstatten. So, die kommen jetzt zur Unterstützung. Ne, da komme ich ja nicht hin. Du wärst hier lang und du kommst hier, oder soll ich... Es ist eigentlich egal, oder?
Naja, doch, der Panzer mit Bewegung hätte ich doch schon gern hier. Du musst noch hier raus, du musst auch noch hier raus, hier. Holen wir den Panda auch noch hier mit? Ne, den holen wir doch noch da oben mit. Vielleicht könnten wir mit zwei, das war hier lang, bap bap. Ja, dann könnten die vielleicht sogar hier alles räumen, damit die hier in Ruhe, damit die ihre Ruhe haben. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee. So. Könnte man langsam nach, nach oben schicken und kann der nachher dann das Ding vielleicht besetzen. Okay, dann würde ich sagen, bis jetzt ist der Plan aufgegangen. Ja. Da schicken wir jetzt mal gleich Luftwaffe hin. Sehr schön. Ins 15er Flakgeschütz hinein, herrlich. Okay, Luftwaffe hat er. Das ist nicht so knapp. Gut, Leute. Das war's mit der Schlacht um Bautzen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit der Schlacht um Bautzen. Bis dann und ciao.